Ja, wenn du mich überholen kannst. Was bei eurem Fahrstil relativ schwer werden wird. Stirb! Noch zwei Kopfautos muss ich ran. Geh weg. Komm schon, ich will dich doch bloß rammen. Oder zu schieren. Zerstören will ich dich gar nicht. Du der einzige Kopf bist, der momentan so dumm ist, in der Regentonne zu fahren. Alter! Alter! Ne? Ich dachte, die Polizei verfolgt mich und nicht ich die Polizei. Komm, Siegolf, ich will ihn nicht verlieren. Bist du ein behindertes Kind? Verfolgungsdauer haben wir erreicht. Jetzt brauchen wir noch einen Kopf, dann haben wir auch das mit dem RAM erreicht. Das hast du richtig erkannt. Ja, sag den Jungs, muss die Sonne ihre Ärsche herbewegen. Wow! Ich komme sofort dazu. Charlie 50, ich bin direkt hinter dem Kerl. Ich will vor dir sein, weil ich habe Angst, dass ich dich kaputt mache. Anderthalb Minuten noch ohne Verstärkung. In dem halb zerstörten Kopf. Bam! Ich finde, das macht man übel Laune, hier die Leute in die Ringtonnen reinzukacken. Reinzuschießen. Leute, besorgt den Leuten mal bessere Karren, ey. Oh! Cool, jetzt habe ich den Mann schon auch erreicht. Jetzt kann ich den Typen einen auch loswerden. Dann komm mal her. Hol mich doch. Hol mich bitte. Kann ich nicht. Oh. Damn. Wie gesagt, immer ins Heck fahren, dann fliegen die weg wie so tote Fliegen. Weit, tote Fliegen fliegen nicht mehr. Mann. Komm. Wir fahren 100. Das sollte der Mist gerade auch noch hinkriegen. Machen wir mal den hier. Hat auch nichts gebracht. Ach man. Ach, na klar. Jetzt kommt natürlich die Verstärkung. Ja genau, fein, lass da rein. Finde ich eine ganz dufte Idee. Bombo Combo. Nochmal eine Combo. Ich habe so keine Ahnung, wie ich die anderen erledigt habe. Aber hey. Ich habe sie halt erledigt. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Am Higglyfield vorbei. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Hilfe bitte in meiner Richtung der SPD. Hinten ist, glaube ich, ein Kopf. Ich patrouilliere westlich des Verdächtigen. Haben noch keinen Kontakt. Ich bleibe jetzt einfach hier. Hier findet mich eh keiner. Könnt ihr mir bitte nochmal die Daten rüber schicken? Keiner kommt auf die Idee, mit seinem Auto Baseball zu spielen. Versteht ihr Baseball, weil hier Baseball fällt und so? Ich bin's. Anscheinend will diese Izzy dich herausfordern. Sie erzählt überall rum, dass sie dich zurück nach Rosewood schickt. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Aber unterschätze sie nicht. Das Mädchen kann echt fahren. Ich rufe dich an, sobald du sie besiegt hast. Nette Sache. Gut. So. Dann verdrücken wir uns nochmal kurz zum Unterschlupf. Wechseln die Karre. Und dann heißt's, auf in den Kampf.
Sprint und Rundkurs. Moment, in der Mitte war das Auto. Da müsste es jetzt links sein. Ich weiß, habt ihr gesagt, die Karre ist hässlich, aber... Ich meine, die hat Karosserieparts dran, die hat Spoiler dran, die hat Felgen dran. Das Auto gibt auch noch ein bisschen Cash. Ja, ist gut. Ich hab's gerafft. Ich hab's gecheckt. Übrigens, voll realistisch und so. Ha. Ich finde, der ist einfach zu tief und zu breit. Deshalb wollte ich den Supra nicht so ultra breit machen. Fahr drum, ich fahr voll rein. Siehst du, was dir jetzt was gebracht hat? Nix. Kompletten Nitro-Tank durchgeschossen und sie interessiert diesen Scheißdreck. Sie bleibt einfach mal dran. Ja, genau. Komm her. Oh. Nein. Wieso eine Kanonenkugel schießt die da? Habt ihr gerade gesehen, was die veranstaltet hat? Wenn nicht, dann spul zurück und guckt euch nochmal an. Rechts. Die wäre fast in die Wand gefahren. Oh, ich muss gleich von letzter Rennen noch mal Nase putzen. Ey. So schlimm. Tut mir auch leid, dass diese Aufnahme so zerschnippelt ist, dass hier einfach so viele Unterbrechungen gibt, aber ich kann es nicht ändern. Mit Schnupfen kann man sich leider nicht aussuchen, sonst würde sich den, glaube ich, niemand aussuchen, außer die, die keinen Bock auf Arbeit haben. So, vom Grundkurs machen wir nochmal kurz einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und weiter geht's mit einem Grundkurs. Komm schon, ich will in. Come on. Auf Deck fährt sich das Super echt nicht gut. Bam. Voll abgeräumt hat sie. Hat sie voll den Gegenverkehr abgeräumt. Kannst du gerne noch machen. So ein Strike wäre echt geil. Mit so zwei Lasten. Das hätte echt Style. Wie die wieder ranzieht, ne? Nicht, dass sie irgendwie gerade ein Taxi mitgenommen hätte oder so, ne? Aber nochmal kurz zu Need for Speed Drivers kommt ja jetzt Ende. Was hat die gemacht? Okay, das Rennen ist so gut gelaufen. Need for Speed Drivers kommt ja dieses Jahr raus. Ich vermute, es wird ungefähr so wie Hot Pursuit. Was nicht Gutes heißt eigentlich. Ich werde es mir trotzdem kaufen. Eben. Ich glaube zu wissen, das ist von Criterion Games, deshalb habe ich die Hoffnung, dass das nächste Need for Speed, was von EA Ghost produziert wird, dass das wieder gut wird. Weil EA Ghost besteht ja aus den Entwicklern, aus verschiedenen Firmen von Black Box, glaube ich, von Criterion Games, die alten, die guten Programmierer. Und von halt ziemlich vielen Firmen, von denen Need for Speed sonst noch gemacht wurde. Weil EA Ghost, das sind halt alle die dabei, die die alten
viele dabei, die die alten Nipo-Speeds, wie das zum Beispiel, oder Carbon, oder Underground gemacht haben, sind da halt viele dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich quatsche einfach das jetzt nach, was eigentlich mir andere Let's Player schon gesagt haben. Ich hoffe, das stimmt so. Weil wenn, dann könnte Need for Speed 2014 wieder ein bisschen was bringen. Oder sie warten einfach mal ein Jahr und machen ein noch so geiles, dafür nur im Zweijahrestakt. Hätte ich auch nichts gegen. Weil in einem Jahr entwickelt man kein geiles oder nicht so ein super Spiel. Man muss sich auch noch Story ausdenken, man muss die ganzen Karren einfügen, man muss... Es gibt eine ziemliche Arbeit. Man braucht Schauspieler für die... Also je nachdem, Schauspieler für die Story. Hier zum Beispiel hat man sie gebraucht. Man braucht es eigentlich immer. Man braucht eigentlich immer Schauspieler. Von dem her ist es doch eine Arbeit. Ich habe da relativ großes Vertrauen in EA Ghost. Oder wie die Bande halt jetzt heißt. Keine Ahnung. Ich glaube, die heißt EA Ghost. Aber bitte schreibt es mal in den Kommentaren, ob eben das Rivals von Criterion Games oder von Ghost EA Ghost produziert wird. Alter, ne? Man kann den hier so geil quer treiben, aber man verliert übelst viel Geschwindigkeit. Einmal, man muss nicht mehr gut Handbremse antippen. Man kann einfach kurz vom Gas gehen und nochmal durchtreten. Und guckt, schon kommt das Heck. Aber wenn man es nicht will, muss man es nicht provozieren mit dem Heck. Hier in der Kurve da hinten wäre nicht mit dem Heck gekommen, hätte ich es nicht provoziert. Das war nicht so super. Aber was die angestellt hat, auch nicht. Deshalb machen wir jetzt einfach mal so einen epischen Slide mit rotem Rauch im Hintergrund. Und wir haben sie abserviert. Glückwunsch, kannst das zweite Symbol von Izzy wählen. Er müsste links sein, der Wagen. Hä? Fail. Stimmt anscheinend doch nicht. Weil... Letzte Aufnahme war es ja da. Das vorherige Auto war da und jetzt müsste es hier eigentlich hier sein. Okay. Big Loop. Ich fahr mal kurz zum Autohändler. Gucken, was der für Autos hat. Weil ich will noch einen Super Teresa. Den Ding will ich eigentlich schon gerne. Ja, Cops, ihr könnt jetzt mal kurz warten. So, 32.000. Ich bezweifle, dass es ein Subaru gibt, zumal wir den noch eh nicht frei haben. Aber er ist ein SL. Den kriegen wir geschenkt von, also ich hoffe, dass ich die richtige Karte bekomme von so einem Typen. Den hier will ich und den CLK will ich auch. Ich glaube, das hat aber auch ein Blacklist-Gegner, der die Karre fährt. DB9. Eigentlich von den ganzen Karren hier ab dem CL
Ab dem CLK 500 will ich eigentlich gar kein Auto mehr. Ich denke, unsere Endgarage wird so aussehen: Subaru, Mitsubishi und Mercedes. Von Earl kriegen wir, glaube ich, den Mitsubishi über. Oder können wir aussuchen, mit Glück. Alter, ne, ich fahre zwei Kurven und dann kommt direkt ein Sprung. Ich habe keinen einzigen Passanten gesehen. Kurz gucken, ob es neue Teile gibt. Müssen wir schlagen, weil die Karosserie, das Karosserie-Kit finde ich noch geil. Auch vom Heck her. Das hier finde ich so oberhässlich. Ja, das finde ich oberhässlich. Von 15.000 für ein Karosserie-Kit. Ich finde das Standard-Karosserie-Kit eigentlich schon richtig geil. Motor, haben wir was Neues? Ja, den Pro-Motor. Für richtige Pros. Neues Fahrwerk? Ne. Nitro? Ne. Reifen? Auch nicht. Bremsen? Auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann gibt es einfach einen neuen Motor. Moment, vielleicht haben wir jetzt neue Felgen. Die Felgen, die gefallen mir nicht so. Nee, hat kein Ausrufezeichen, von dem her denke ich eher mal weniger. Ja. Ich finde, der zieht ganz gut. Wie man mit dem einfach geil querfahren kann. Fahren wir das Ganze kontrolliert, ne? Mehr oder weniger. Ja, ja. Ist schon geil, die Karre. Wollen wir? Ne, in den Golf stecke ich jetzt kein Geld mehr. Spätestens, wenn wir den Mitsubishi gewinnen, wird der Golf eh verkauft. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr habt fleißig Kommentare zu schreiben. Schreibt mir bitte unbedingt, wie ich das Ganze hier in Full HD spielen kann, sodass es bei euch keine schwarzen Ränder gibt. Bitte. Der erste Kommentar, den ich bitte schreiben tut. Ich würde sagen, ich habe genug Kommentare zu schreiben. Ich habe jetzt ein bisschen Aufnahmematerial für die Woche. Und ich wünsche euch in dem Sinne einen schönen Tag. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin hier raus, euer Mr. Swisszocker, haut rein.